Gut und herzlich willkommen hier im Chateau Punk in meiner Bude in Sachsenhausen. Hier probiere ich in ruhiger und gewohnter Atmosphäre neue Weine, die für euch in den Shop kommen. Also schaltet ein, guckt, was auf den Tisch kommt und bleibt dran. Eine Flasche, ein Tisch und ein Wine Guide. Heute gibt's einen meiner absoluten Lieblingsweine. Und zwar Rosa Petzowitz. Was verbirgt sich in der Rosa Petzowitz? Also nicht nur die Farbe, das sehen wir, das ist Dirty Pink. Rosa Petzowitz war die Großmutter von Franz Weniger. Franz Weniger ist wer? Für mich wirklich einer der Gottväter für Blaufränkisch in Österreich. Macht fantastische Weine, die ich eigentlich, seit ich sie kenne, total gerne trinke, immer wieder bestelle, wenn ich sie irgendwo auf einer Karte sehe. Es gibt immer viel zu wenig davon, lieber Franz. Das ist das einzige Problem mit deinen Weinen. Der Franz hat den Wein seiner Großmutter gewidmet, die in Horitzschon geboren wurde. Das ist da, wo heute auch das Weingut steht. Das gehörte aber 1921, 22 noch zu Ungarn. Also hier ist drin Pinot Noir, also Spätburgunder oder Blauburgunder, St. Laurent, auch eine sehr traditionelle Rebsorte, und Syrah. Der Syrah kommt aus dem heutigen Ungarn, und zwar aus der Nähe von Balf. Und das ist ja in diesem ziemlich dunklen, aber es ist ein Rosé oder ein sehr heller Rotwein, wie ihr wollt, als Cuvée zusammen in die Flasche gekommen. Über die Machart kann ich gar nicht zu viel schreiben. Also ich kann eins sagen, wenig Schalenkontakt. Das Ding soll frisch und knackig sein. Das ist für mich die absolute Krönung in Sachen Saufwein. Wenn ihr irgendwie, was weiß ich, ja, nachmittags ein Wurstebrot oder sucht einen Pizzawein, das gibt es ja auch ganz oft. Das ist, was ihr wollt und was ihr braucht. Es riecht mega intensiv nach Johannisbeere, hat aber auch so einen Hauch von Holunder und dann, was mir gut gefällt, so leicht gemüsige Aromen. Da ist so ein Ton, der schwingt immer zwischen Sellerie und rote Beete. Finde ich mega sexy übrigens. Und dann hat es auch so was von Hagebuttentee. Ja, und auch auf der Zunge hat es dann so was Phenolisches, was man auch von Cranberry-Saft oft kennt. Das ist ein ähnliches Mundgefühl. Das ist einfach unverschämt gut. Ich spuck auch gar nichts, im Gegenteil. Wow. Die Petzowitz, die musst du einfach petzen. Das ist so. Das ist frisch, saftig, fruchtig. Genug der Worte. Ihr müsst es einfach selbst probieren. Das Zeug ist unbeschreiblich. A class of its own. Ich habe noch nie was Vergleichbares getrunken. Wüsste auch nicht, ob es sowas in Österreich sonst noch gibt. Ich finde es auf jeden Fall grandios. Ist bei uns im Frühlingsweinpaket drin. Es gibt leider nicht so viel. Also wenn es aus ist, ist aus. Dann müssen wir wieder ein Jahr warten. Bekommt ihr bei uns im Shop unter www.weingeist.shop. Mich würde interessieren, wenn ihr es mal probiert habt, wie es euch gefällt. Lasst uns das da in den Kommentaren. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir bitte das Glöckchen, abonniert unseren Kanal. Ansonsten sehen wir uns in alter Frische in der nächsten Sendung. Bis dahin, bleibt sauber, habt euch lieb, spread some love und bis bald.